Marvel, der Fachwart aus Favoriten, analysiert die EM-Spiele hier bei uns in der nächsten halben Stunde. Und zum Aufstehen gibt es auch einen Klassiker von Glenn Frey. Die Fußball-Europameisterschaft. Gute Wiener Fußballvereine analysieren. Nicht irgendwelche überbezahlten Profis oder solche, die sich für so Profis halten, nein, sondern die Wiener Fußballvereine, die Fußball mit Herzblut betreiben, die analysieren bei uns die Europameisterschaft. Und heute gehen wir nach Favoriten zum legendären Fafa-C-Trainer Igor Jovic. Gestern das Match Deutschland-Slowakei. Das war ein tolles Fußballspiel von den Weltmeistern, wirklich. Deutsche mit einem aggressiven Pressing, mit am gegnerischen Hälfte, war 90 Minuten bessere Mannschaft und verdient gewonnen hat. Glaubst du, ist das jetzt schon ein bisschen ein Vorbote? Ist Deutschland der heißeste Anwärter auf den Titel? Deutsche ist da immer typisch eine Turniermannschaft. Gestern hat ganz souverän gespielt und meine Meinung ist, dass in der Richtung auf Europameisterschaft. Okay, das heißt, Deutschland auch ein Vorbild für den VfC. Haben wir mit einigem zu rechnen in Zukunft von euch? Alle Mannschaften, wer gewinnt, ist auch ein Vorbild von der VfC. Großartig, ja. Dann apropos, wenn jemand anderen gewinnt, das auch ist ein Vorbild von der So ist der VfC, das gefällt mir. Du, genau. Jetzt sagen wir mal, heute spielt Italien gegen Spanien. Wer ist da dein Favorit? Ja, bin ich für Spanien. Das meiner Meinung nach spielt der schönste Fußball. Okay, na gut, dann drücken wir den Spaniern die Daumen. Also ich ja nicht, ich wollte ja zu den Italienern, weißt du. Die sind mir irgendwie näher. Aber schauen wir mal, heute um 18 Uhr geht's los und wir sind sehr gespannt. Ich sage auf jeden Fall ganz liebe Grüße nach Favoriten. Danke. Die 88. EM-Analyse präsentiert von Tipp 3. Immer am Ball mit laufenden Updates. Tipp 3. Tipp dir den Kick.